gesprochen. Tür geht zu. Heute habe ich irgendwie mit Standbildern zu kämpfen. Gestern war es Geruckel, heute ist ein Standbild, aber hier Zwischensequenz. Bäh. Na gut. Setzen wir mal den Spiegel hier in die Fassung ein und gucken, was passiert. Wenn ich hinkomme, so. Und wieso sehen sie so nichts? Weil wir hier kein Licht haben. Und ich glaube mich zu erinnern, wenn wir das Ding dann in der Richtung drehen, dann kommen wir auch an Licht. Und dann auch sehen, was ja praktisch mit sich hin. Genau. Ja, oder wir schmeißen es wahrscheinlich später an. Ne? Gut, dass sich dann unser Leben wieder ein bisschen auffüllt. Ich habe jetzt nicht gerade irgendwas gehört, nee, das war wieder ein Riesenviecher. Nee. Gorilla und Toten da. Na, wollen wir keine Primaten beleidigen, was? Oder Menschenaffen, besser gesagt. Nee, ist Lurax, das ist ein stinknormales Lurax, die jetzt gleich ordentlich aufs Maul bekommen. Oder aufs Maul gehen. Ja, im ersten Teil werden sie wunderbar als Nazgeier der Unterwelt beschrieben. Ich finde, so sehen sie einfach aus. So, und jetzt haben sie schon gesehen, aber sie müssen hier können, wenn sie kurz einfach nochmal Seelen stehlen und sich dann wieder neu manifestieren. Das macht sie so lästig jetzt. So, hat man sie verschlungen, manifestiert sich gar nichts mehr. Suchen wir uns die hier mal ins Wiederbelebungspunkt, da ist er. Sind die alte Lebenden. Und wenn ich zumindest die stelle, werde ich gut, cool finde und weil sie recht effektiv von den Untoten sind, nehmen wir mal einen mit. Ich weiß nicht, ob das die einzigen, die mal blocken konnten, aber weil das Blocken hast du gepasst. Ich schon heilen. Wenn du in den Luftballon ein Loch reinpiekst. So. Mistviecher. Mistviecher! Ihr habt alle gesehen, sie wollten das. Das war jetzt reine Notwehr. So, du gehst mir so auf die Nerven. Das wird es wirklich nur von den Nerven, die Gegner ausmachen. So. Jetzt müssen wir nämlich das Licht so ausrichten, dass es in die Kammer unten fällt. Okay, da kommen wir irgendwie anders hoch. Fackeln sind effektive Waffen. Feuer vernichtet Untote. Das wissen wir schon seit so ziemlich jedem Horrorfilm, in dem es irgendwie mal Untote oder sonst irgendwas in der Richtung gab. Schwer könnten wir es zwar theoretisch auch mitnehmen, aber
Ich höre gerade Gegner an. Verwirrt. Der Zustand hält zwar nicht immer lange an, aber er ist mal wieder da. Und die Verwirrung endet auch jetzt im selben Moment. Ich vergesse immer, wie sehr man hier mit diesen Elementen arbeiten muss, um weiterzukommen. Ich werde gleich sehen, was ich meine. Ja, durch dieses Objekt wird es tatsächlich eine unsichtbare Brücke. Ne, unsichtbare Brücke. Wir können auf dem Schatten laufen. Was natürlich sowas von logisch ist. Ich laufe ja zweimal am Tag auf so einem Schatten rum. Ja, das ist immer total klasse sowas. Hier brauchen wir hier den Weaver. Geht Licht an. Wieder aufnehmen. Und so, jetzt mache ich mir mal nicht komplett zum Affen. Ja, könnt ihr mal auch nicht. Hier ist es so simpel, da kann nicht mal ich was vergeigen. Sesam, öffne dich. So. Und nun. Aha, eine Sonne. Was hast du denn mit dir jetzt machen? Ah ja. Aha. Okay. Das erklärt alles. Natürlich habe ich die kleinste Ahnung, was ich genau machen muss. Also werde ich einfach an dem Ding so lange rumspielen, bis irgendwas passiert.